Genau. Ja. Muss man erstmal raffen als 83-Jähriger. Steigt das Wasser? Nee, das Wasser steigt nicht, oder? Was lachst du? 83 Jahre. Ja. Ich bin nur alter Knacker, ja. Ist irgendwie total tricky, ne? Oh, der schon wieder. Ich nenne ihn die Currywurst. Mit Augen. Hey, Hauschi. Möb, grüß dich. Wenn der immer da war, gibt es schon meistens eine neue Farbe. Gehen wir mal gucken, oder? Wen soll ich grüßen? Die Currywurst? Da oben ist die neue Farbe. War cool. Gibt auch Steam-Errungenschaften, wer sowas mag. Yippie! Ping-Pong-Pang. Das macht auch immer so ein bisschen Musik, ne? Letter von meiner Mom. The university gardens were bathed in an earthy orange light when I first met Dr. Gray. Summer had come and gone and a cold autumnal crispness had caught me off guard. I sat on the grass, surrounded by my books and papers, when a cool breeze threatened to blow my notes across the lawn. A page escaped my reach and took flight. A man not much older than myself chased after it, catching it on his third or fourth attempt. I remember his gentle smile when he returned it. He started talking and I was surprised that he had read my work in the university journal. He said he was a professor and that he hoped we could work together someday. It's funny, Hugh, how something so small schon komisch, ja. So much. Okay. Das erinnert mich, heute war ich ganz kurz nur mal einkaufen. Ein bisschen Brot und Kaffee und so ein Kram geholt. Und guck mal, die Tastatur ist jetzt orange. Und warte mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel wechsle auf blau, dann wird die blau oder lila, ne? Wobei das lila jetzt nicht so gut rüberkommt. Ne? Ist eigentlich cool gemacht, finde ich. Außer diese zwei Punkte hier nicht. Da weiß ich gar nicht. Die haben irgendeine Bedeutung wahrscheinlich in der Tastatur hier. In der Quadratur des Kreises. Da bin ich rangefahren am Parkplatz und habe gesehen, dass da ein Auto kurz gehalten hat und sind auch rein. Und da habe ich gesehen, da lag so ein Stoffbeutel lag da auf dem Boden, genau neben dem Auto. Und da habe ich mir so gedacht, das haben die zwei doch bestimmt fallen gelassen. Und so war auch. Das haben die fallen gelassen und dann bin ich schnell hin und habe das aufgehoben und habe es denen gegeben. Ja, so Kleinigkeiten im Leben, ne? Das sind die Kleinigkeiten im Leben, ne? Müssen wir mal gucken, ob es hier noch was anderes gibt. Andere Ausgänge oder so. Das ist ganz cool an der Tastatur. Es gibt auch manche Spiele, da kriegst du dann bei Ego-Shootern oder so, bei Shooter-Spiele kriegst du angezeigt, dass die Waffen leer sind, welche Waffenslots überhaupt da noch sind, frei sind. Ja, das ist ganz lustig mit der Tastatur. Was bist du hier schon wieder? Da ist schon wieder so ein Brunnen. Die haben da was mit dem Brunnen erzählt. Pilze, geil. Oh oh. Okay. Siehst du, jetzt komme ich da runter. Ich überlege gerade, ist das hier dieser Anfang, wo ich war?
Da habe ich doch den Typ gerettet, oder? Ja, klar. Ja. Magst du dir auch so eine Tastatur haben? Oder was magst du haben? Ja. Ja. Oh, die ist doch fast billig. Guck mal, hier braucht man gelb. Ich habe aber nicht gelb. Misty. Ich habe auch kein Rot. Kann ich Farben mischen? Nee, kann ich nicht. Ich muss mir erst die anderen Farben besorgen, ne? Ist die Frage, kriege ich die hier... Oh, das sieht böse aus irgendwie. Ich weiß nicht warum, das sieht irgendwie böse aus. Dr. Gray soon became my assigned mentor and I can't help but feel he somehow had a hand in it. Dr. Gray. Our fires burnt brightest when we worked together. It felt like we could achieve anything. We discovered more about color than I could ever have imagined. We split light, mapped spectrums, we painted. We laughed. We worked long hours and soon our goal became all-consuming. We were vessels. The work became more important than us, and we knew it. Das ist auch eine geile Sache, wenn du der Arbeit so hinterherhängst, dass du richtig Bock hast drauf mit Arbeiten und all so ein Kram, und dass du das komplett vergisst, das links und rechts außenrum. Dann hast du auf jeden Fall eine Arbeit gefunden, die richtig Spaß macht. Oh, guck mal, hier kannst du jump. Komm mal durch die Flammen. Ah, ich verbrenne. Nee. Okay. Nee, aber alles cool hier. Wollen wir mal gucken, ob es hier so einen Ausgang gibt, so einen geheimen. Ich glaube nämlich, dass irgendwann mal, dass es hier irgendwie so einen Ausgang gibt. Guck mal, geil. Das ist ja geil gemacht. Das ist total geil gemacht, das Spiel. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Warum geht denn eigentlich mein Timer nicht, den ich gestellt hatte? Was ist das hier? Nee, das ist ein anderes Blau. Haha, guck mal. Lalalala. Ich guck mal ganz kurz. Du willst meine Katze haben? Du willst meine Katze haben? Nee, das geht nicht. Nein, das funktioniert nicht. Meine Katze kriegst du nicht. Nein, das kann ich nicht zulassen. Das Spiel ist wirklich sehr schön. Eine Sache gucken wir noch schnell. Ja, alles gut. Alle 16 Minuten müsste das eigentlich kommen. Ja, hui. So, gehen wir weiter. Gehen wir rein, oder? Da oben hat was Bumm gemacht. Komm mal darüber, ist die Frage. Meine Katze. Nein, Baloo ist meine Katze. Okay. Da kommen wir aber nicht hochgesprungen, ne? Nee, da sind wir zu klein für. Oh, hallo Kiste. Da oben ist blau, warte mal. Was brauchen wir jetzt für eine Farbe da drüben? Ich weiß nicht, welche Farbe wir brauchen. Kann ich das schieben? Kann ich die Farbe schieben hier? Ja, ich kann es schieben, guck mal. Okay, warte mal, den kann man immer noch weiterschieben. Jetzt darüber und wieder darüber. Okay, jetzt dahin und jetzt wieder dahin. Nein, stopp! Schieb's doch nicht weg, Vollidiot. Blau. Blau ist gut. Jetzt geht's hier oben weiter. Das ist schon relativ schwierig, ne? Hi, Joachim. Die Katze entscheidet, wer wo wohnt. Genau, du schreibst es. Grüß dich auf YouTube auch.
Kann ich den Stein hier noch gebrauchen? Nee, oder? Kann ich eigentlich den hier auch schieben? Nee, den kann ich nicht schieben. Oh, shitty. Ich bin doch eben schon da hochgekommen. Warum jetzt nicht mehr? Na gut, schieben wir nochmal ran wieder. Das ist irgendwie ein bisschen tricky hier. Na gut. So, und ab dafür. Schwupps. Jawoll. Cool. Und jetzt? Nee. Die Idee war schon ganz gut. Ein bisschen rüber vielleicht. Und jetzt? Ach, guck mal da. Das ist auch so ein Stubentiger. Da oben ist ein Schlüssel. Ulei. Wie macht man das jetzt? Komme ich denn da noch hoch, wenn die Farbe weg ist? Schaffe ich das noch? Bestimmt, oder? So, warte mal. Springen und Farbe. Jetzt muss ich nur den Kram da rüberschieben. Jetzt muss ich beide Sachen rüberschieben, ne? So. Das ist geil gemacht, das Spiel, auf jeden Fall. Das wird noch, ich glaube, das wird noch richtig tricky. Guck mal, jetzt machst du die Tür auf, denkst dir so, warum geht's nicht weiter? Aber ist doch ganz klar, du musst erst die Farbe wechseln. Sonst kommst du nicht ins Tor rein. Ach, je. Lass mich raten. Ich kann das unten verschieben. Aber... Tja... Ich komme nur nicht da oben drauf. Ah, ich weiß was. Guck mal, da ist ja noch blau dazwischen. Da musst du Farben verschieben. So. Nee, warte mal. Doch, schieben. Jetzt müssen wir hier durch. Jetzt müssen wir hier durch. Da wieder lang. Und ziehen wir uns den hier wieder rüber. So. Das müsste eigentlich reichen. So. Ich muss ja erst die Farbe wechseln, ich trottel. So, jetzt erstmal da drauf. Als nächstes brauche ich lila. Ich brauche als nächstes lila. Erstmal blau. Mann. So. Wenn ich auf lila gehe, ist es aber weg. Das heißt, gehe ich danach nicht auf blau, auf gelb muss ich gehen. Sonst docke ich dann nämlich an. So. Jetzt könnte ich eigentlich auf orange schalten. Genau, jetzt kann ich darüber. Und beim Springen gehe ich auf blau. Uhuhuhu. Jetzt beim Springen auf lila. Nicht geschafft. Hahaha. Ha. Scheiße. Mist. Ja, doch ein bisschen kniffliger, ne? Ich komme nur nicht weit genug mit meinem Sprung wahrscheinlich. Jetzt muss ich auf lila. Doch, jetzt. Jetzt habe ich es geschafft. Oh nee, oder? Oh, fuck. Gott sei Dank war keine Farbe da.
Unten ist lila, ich bräuchte dann orange, ne? Erst blau. Und Vollgas. Das hat nicht gereicht, warum nicht? Stinger Splash! Ich könnte allerdings auch die erst runterfallen lassen. Ja. Ich mache erst blau und dann muss ich schnell wieder orange. Ich kann keine Farbe wechseln. Nee, es funktioniert so nicht. Das funktioniert aber so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe gedacht, ich lasse die erste runterfallen, aber ich kann in der Farbe nicht wechseln. Oder? Muss doch eigentlich gehen, oder? Theoretisch muss es doch gehen. Wenn ich da reinstelle, mich mit blau. Nee, da kann ich nicht wechseln. Ich kann dort nicht wechseln. Oh oh, Schissel! Er stößt sich da oben als den Kopf. Das ist schon ein bisschen schwieriger, finde ich jetzt. Gegenüber am Anfang, ne? Mit einer Farbe, zwei Farben. Oh ne, jetzt schon wieder sowas. Ich brauche erst blau. So. Also dann. Nur die Frage, war da unten noch eine Farbe? Nee, gell? Oder war da vielleicht doch noch eine Farbe? Nee, da war nichts mehr. Hehe, geil, der Stein. Der hat mich vorher runtergeschubst. Der kleine Drecksack. Geht alles gut? Wunderschön. Jo. Da oben ist ein Stein. Ein Schlüssel. Oh nein, oder? Ich ahne Böses. Ich will nicht sterben. Kann ich keine Farbe wechseln? Ach, weil ich in der Farbe stehe? Danke. Kann ich jetzt auf lila gehen? Nee, ich muss erst auf gelb. Das könnte ich aber auch. Weil ich wundere mich gerade, warum da... Warte mal, jetzt gehen wir nochmal... Also... Nee, ich muss erst ein Stückchen noch schieben. Ein Stückchen noch. Dann gehen wir jetzt auf... Ich will mal was probieren. Das wundert mich nämlich ein bisschen, warum da oben so eine Farbe ist. Wahrscheinlich können wir nämlich die erstmal getrost sein lassen. Ah, warte mal. Blau. Ja. Dann gelb und wieder blau. Siehste? Ausgemixt. Das Spiel macht fertig. Nee, fertig nicht, aber es ist halt ein bisschen Gripsschmalz. Diese kleinen Gimmicks finde ich total geil gemacht. Kann man den da nicht abschmeißen? Slide. Hier hängen Skelette rum, sagt das Skelett. Schluss damit!
Ich würde ja herunterkommen. Aber ich traue mich nicht. Wieso traust du dich nicht? Ach, weil hier Skelette rumhängen. Hey, aufpassen, Freundchen. Hör auf damit. Ja. Ich bin nicht herzlos. Ich will dir da runterhelfen. Komm runter, ich helfe dir. Mir ist übel. Mein Magen. Ist einfach sowas nicht gewohnt, ist klar. Dein Magen. Mach's gut, Simona. Schlaf schön. Vielen Dank fürs Reinschauen. Danke dir. Eine schöne gute Nacht wünsche ich dir. Schlaf schön. Oh. Okay. Ich glaube, das ist eine Herausforderung. Jetzt wird's ein bisschen tricky, glaube ich, ne? Oder? Habt ihr das gesehen? Funktioniert, oder? Da soll mal einer sagen, das Spiel ist langweilig, weil es nur drei Farben hat. Ja? Die Currywurst. Hey, Jam. Ist ja alles klar, mein Dude. Ich frage mich, was das mit dem Typ da zu tun hat. Ein riesiger Raum! Hey, riesiger Raum! Eine neue Farbe kommt hinzu. Hello, Pink. Das wird fast nicht gar nicht stressig, nein. Wein holen, Wein. Es gibt noch einen Schluck Traubenschorle. Sehr schön, sehr cool. Back to the Fuchsia. Ein neuer Erfolg. Gar nicht schlecht für so einen Mann meines Alters. Du bist ein kleiner Drecksack, du kleiner Drecksack. Aber ein ganz lieber. So, jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken, wie die neue Farbe sich macht auf meine Tastatureinstellung. Ich habe ja da oben die kleine Webcam von meiner Tastatur, die mir ja anzeigt, welche Farbe gerade leuchtet. Ne? Jetzt ist hier orange. Ne? Hier ist meine Hand im Hintergrund. Blau. Lila. Und jetzt haben wir Fuchsia, die Farbe Fuchsia. Total cool gemacht. So. Und wer richtig Lust auf dieses Spiel hat, Ausrufezeichen H-U-E. Hui. Da könnt ihr mal gucken hier auf Steam. 14,99. Ist nicht teuer. Und ich glaube, das wird noch ganz interessant hier. I don't remember much after that day on the grass. I do know that Dr. Gray and I spent many a time together. I would compliment him on his work and his cheeks would flush with a pinkness. He'd notice and change the subject embarrassed. This work we were doing together, it didn't feel much like work anymore. Okay. Okay. Klar, weiß ich das. Aber vom allerliebsten Schwaben. Ich glaube fast, wenn ich den stehen lasse, macht er die Augen zu. Kann das sein? Nee. Ich dachte gerade, er macht die Augen zu. Bupp. Kommt mir gerade vor, als würde ich im Kreis laufen. Wo geht's hier lang? Gehen wir runter oder hoch? Ne, gelb habe ich nicht. Ich habe noch kein Gelb.
Gib mir gelb. Gelb, 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 gelb. Guck mal, an wie viel Farben wir vorbeilaufen mussten, weil wir sie noch nicht hatten, ne? Und jetzt? Ah, okay. Ein neues Secret. Oh, puh. Das war schlecht. Ich komme da, glaube ich, nicht mehr hoch, oder? Doch. Ich will ja erstmal die Kiste da runterwerfen. Ich glaube, wir brauchen die nämlich hier unten, die Kiste. Ja, die brauchen wir hier unten. Das große Problem ist, dass, Scheibe. Wie kann ich da... Ich kann doch blau da gar nicht durchschieben. Wie soll ich dann blau da durchschieben? Das geht doch gar nicht. Ich nehme mal die Kiste mit ein Stück. Ach, da oben habe ich noch eine andere Kiste. Guck mal da. Die brauche ich. Die brauche ich. Aber die doch Fuchs hier habe ich schon, ja. Dazwischen los. Das ende ich an Commodore, okay, ja. Siehst du, jetzt muss ich wieder ziehen, ne? Muss aber erst die Kiste mir holen. Das ist schon irgendwie sowas Einfaches. Aber so einfach dann doch wieder nicht. Ich finde diese Musik im Hintergrund eigentlich auch total cool irgendwie. Ach, das reicht doch, oder? Siehst du? So, Türchen. Auf geht's. Okay. Ach du Scheiße. Ach, jetzt stehe ich in der Farbe drin. WTF. Na, das wird ja lustig. Was haben wir jetzt für eine Farbe? Wo geht's jetzt lang? Ach du Scheiße. Gib mir mal einen Pfefferminz. Sei mal so lieb. Das wird ja jetzt tricky. Ich kann keine Farbe wechseln. Jetzt muss ich bis darüber laufen. Kann hier aber auch keine Farbe wechseln, ne? Ah, da, guck mal. Da kann ich auch keine Farbe wechseln. Kann die Farbe nicht wechseln. Was brauche ich dann? Ich bräuchte blau eigentlich. Fabelhafte Fantasie. Boulderdash, ja, das sieht so aus. Das stimmt, wie Boulderdash. Hey, Baluschin. Oder müssen wir lila nehmen? Komme ich mit lila da rein? Oh ja, vielleicht mit lila. Gucken wir mal hier. Nee, auch nicht. Aber das ist schon jetzt ein bisschen schwierig, glaube ich. Hat jemand eine Idee? Da bin ich ja hergekommen über Orange. Ach, warte mal hier an die Seite, glaube ich. Ja, guck mal da. Und jetzt?
Blau. Ja! Das Abi hat den Weg gefunden. Jetzt muss ich den Schissel wieder zurücklaufen. Was hatten wir eben? Orange? Ja. Wo ist denn eigentlich die Tür jetzt gewesen? Ne, hier glaube ich war das. Orange jetzt, ne? Ja. Nein! Ich glaube, hier war die Tür. Ja. Meine Fresse, ey.